Ich begrüße auch Sie ganz herzlich. Vielen Dank erstmal an das NIFBE. Ich habe ja jetzt ein bisschen einen Einblick darin bekommen, was da organisatorisch im Hintergrund abläuft. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Genau, vielen Dank für die Organisation. Danke auch für die Einladung, dass ich jetzt hier die Ergebnisse der Studie vorstellen kann, wie Kinder Corona sehen und eben in der Kita damit umgehen. Ich darf sogar sagen, dass Sie die ersten Teilnehmenden sind, die von den Ergebnissen erfahren. Heute hat uns das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt das Go gegeben. Das war unser Auftraggeber der Studie, dass wir als Kompetenzzentrum die Studie durchführen durften. Und genau, Sie sind jetzt die Ersten, die die Ergebnisse live mitbekommen. Nochmal ganz kurz zu mir. Ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Ruben Bentrock. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer hier im Kompetenzzentrum Frühe Bildung und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir als Kompetenzzentrum Frühe Bildung sind ein Praxisforschungsprojekt beziehungsweise direkt an der Hochschule angesiedelt, arbeiten auch sehr eng mit der Hochschule zusammen, da vor allem mit den kindheitspädagogischen und kindheitswissenschaftlichen Studiengängen. Und das ist auch so ein bisschen der Bezug zum heutigen Thema, denn wir beschäftigen uns neben der Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften und auch der Qualifizierung und Professionalisierung von Fachkräften auch mit der Erhebung der Stimme der Kinder, mit der UN-Kinderrechtskonvention und gehen dabei vor allem auch auf aktuelle Entwicklungen und auf Praxisbedarfe ein. Und da ist natürlich die aktuelle Entwicklung, versuche ich gerade, jetzt funktioniert es. Genau, mit meiner Präsentation, die ein bisschen animiert ist, weiterzufahren. Da ist die aktuelle Entwicklung von Corona natürlich, sage ich mal, die aktuellste. Und was Sie jetzt erwartet, möchte ich Ihnen kurz in der Inhaltsangabe vorstellen. Ich möchte erstmal einen Bezug herstellen, das Thema ein bisschen einbetten, so zum Bereich Kindheitswissenschaften und auch Kinderrechten. Dann möchte ich Ihnen gerne die Studie vorstellen. Corona und Kita ist so das Kürzel. Der komplette Name taucht dann auch später nochmal auf. Ich gehe kurz in die Planung, in das Vorgehen und in die Durchführung der Studie. Dann der wahrscheinlich wichtigste Punkt für Sie und auch für uns, die Ergebnisse, die ich dann auch nochmal kurz zusammenfassen möchte. Und damit das Ganze dann auch ein bisschen praktischer wird, sollen dann noch Lösungsstrategien die sowohl von uns als ExpertInnen als auch von den Kindern selbst dargestellt wurden oder in der Studie erhoben wurden, vorgestellt werden. Genau, und im Ausblick soll es dann einfach noch ein bisschen praktisch und selbstreflexiv werden. Kindheitswissenschaften und Kinderrechte. Kindheitswissenschaften ist eine sehr neue Disziplin, beziehungsweise auch eine einzigartige Disziplin, kann man zurzeit, glaube ich, auch nur hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal studieren. Wohingegen Kindheitspädagogik ja schon ein bisschen breiter gefächert ist und auch deutschlandweit und international studiert werden kann. Wir sehen vor allem Kinder als TrägerInnen von Rechten und als ExpertInnen ihrer Lebenswelt. Also sie selbst sind wie auch in Artikel 12, ich mache gleich mal noch die nächste Folie dazu, beschrieben wird, in allen ihren berührenden Angelegenheiten zu fragen. Sie dürfen ihre Meinung frei äußern und diese Meinung muss natürlich auch berücksichtigt werden, entsprechend des Alters und der Reife der Kinder. Und das ist gesetzlich verankert, seit Deutschland 1992 die Kinderrechtskonvention ratifiziert hat. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, diese Studie durchzuführen, die explizit die Perspektive von Kindern auf Corona erforscht und Kinder auch aktiv in die Forschung mit einbindet. Also Kindern Gehör verschafft und ihre Perspektiven bei der Entwicklung von Strategien zum Umgang mit Corona berücksichtigt. Jetzt möchte ich kurz den Beginn der Studie sozusagen vorstellen. Wie schon gesagt, die wurde uns in Auftrag gegeben vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt. Wir haben uns in der Studie also dementsprechend auch nur auf Kitas oder Kinder in Sachsen-Anhalt bezogen. Deswegen kann es auch sein, dass jetzt einige Bundesländer vielleicht ja, unterschiedliche Anforderungen oder
Hygieneregeln in den Kitas hatten. Da kann es natürlich jetzt zu Unterschieden kommen. Ich berichte da auf jeden Fall aus der Perspektive, die ich hier erlebt habe. Der Titel der Studie ist Sicht von Kindern auf Umgang mit Covid-19 in Kindertageseinrichtungen. Und damit grenzen wir auch ein bisschen ab von dem DJI zum Beispiel, was ja jetzt auch schon öfter genannt wurde in den NIFBE-Vorträgen und die zweifellos relevanten Perspektiven von Fachpersonal und auch von Eltern erhoben hat, wobei wir uns als Kompetenzzentrum frühe Bildung tatsächlich und ausschließlich auf die Perspektive von Kindern auf Corona fokussiert haben. Die Befragung war relativ kurzfristig, so wie wahrscheinlich auch Corona relativ kurzfristig war oder ja auch groß wurde. Wir hatten das Glück, dass wir da auf Kooperationskitas zurückgreifen konnten, die wir akquirieren konnten, mit denen wir schon zusammenarbeiten konnten oder in anderen Projekten zusammengearbeitet haben und haben dabei auch an AbsolventInnen von unseren kindheitspädagogischen und kindheitswissenschaftlichen Studiengängen zurückgegriffen, die jetzt in den Kitas tätig sind und da sehr spontan zugesagt haben, dass sie an dieser Befragung teilnehmen. Außerdem haben wir noch einen Leitungsstudiengang, Kita-Leitung bei uns an der Hochschule und auch da hatten wir eine Kooperation von genau Kitas, die dann sozusagen Lust darauf hatten, bei dieser Studie mitzuwirken. Insgesamt haben wir zwar 30 Kitas angefragt, aber nur 10 haben, oder mindestens 10, haben zugesagt in Sachsen-Anhalt und insgesamt 28 Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren teilgenommen. Die Kitas lagen in ganz unterschiedlichen Regionen und Landkreisen von Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich da ein bisschen auskennt. Also die lagen in Halle, in Magdeburg, Halberstadt, Hettstedt, Eisleben, Naumburg und Wernigerode, also sowohl in urbanen als auch in eher ländlichen Regionen. Und zu dem Alter der Kinder, da hatten wir eigentlich vorgeschlagen, nur Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren zu befragen. Aber dadurch, dass nicht wir die Kinder ausgewählt haben, sondern die pädagogischen Fachkräfte selbst, da sage ich auch gleich nochmal was dazu, genau, wählten diese eben auch dann 7-jährige Kinder aus, die aber auch in der Kita betreut wurden und alle Phasen des Regelbetriebs bzw. des eingeschränkten Regelbetriebs miterlebten. Hier habe ich euch nochmal, Ihnen nochmal eine Übersicht mitgebracht zur Verteilung. Also ein Kind war 3 Jahre alt, was teilgenommen hat. 7 Kinder waren 4 Jahre alt. 4 Kinder waren 5 Jahre alt. 12 Kinder, der größte Anteil, waren 6 Jahre alt. Und 4 teilnehmende Kinder waren 7 Jahre alt. Wir haben die Interviews leider nicht selbst durchführen können, aufgrund von Corona tatsächlich, und haben deswegen die pädagogischen Fachkräfte gebrieft. Und zwar haben wir natürlich Informationen weitergegeben zur Forschungsmethode und uns da auch an ein bisschen methodologischer Literatur gehalten. Von Ihnen sagt vielleicht einigen was die AutorInnen Fuß, Ulrich, Trautmann und Vogel, die vor allem so ein bisschen was zu den Entwicklungsvoraussetzungen sagten, also zur Konzentrationsfähigkeit, die gegeben sein muss, wenn man ein Interview mit einem Kind führt, oder auch zur sprachlichen Kompetenz. Vor allem aber zum Potenzial, was darin besteht, Interviews mit Kindern zu führen. Denn Kinder besitzen eben dieses umfassende Potenzial zur Erläuterung ihrer Lebenswelt. Sie sind als InterviewpartnerInnen auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und vor allem vorgesagt, dass Kinder gerade dann befragt werden oder befragt werden sollten, wenn es um deren Gefühle, Empfindungen und Bedürfnisse geht. Wir haben den pädagogischen Fachkräften diese Informationen mitgegeben und genau, wie Sie jetzt bei dem Stichpunkt Dokumente sehen, auch die anderen Dokumente noch zugeschickt zum Thema Datenschutz, zum Thema Einverständniserklärung. Da war es uns ganz wichtig, dass nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder unterschreiben, also sofern sie ihren Namen schon schreiben konnten, natürlich ihren Namen schreiben und damit ihr Einverständnis dazu geben, dass das Interview durchgeführt mit ihnen. Wenn sie noch nicht schreiben konnten, dann haben sie vielleicht was gemalt oder mit einem Fingerabdruck ihr Einverständnis gegeben. Und wir haben natürlich die Interviewfragen, die kindgerecht konzipiert wurden,
den pädagogischen Fachkräften zukommen lassen. Die pädagogischen Fachkräfte haben die Interviews danach durchgeführt und videografiert, danach wieder uns als Forschungsteam zukommen lassen. Und wir haben die dann genau die Videos transkribiert. Also so ein ganz typischer wissenschaftlicher Ablauf für Leute, die aus der Praxis kommen, sind die Wörter vielleicht noch ein bisschen weit weg. Genau, ausgewertet, die Namen anonymisiert und pseudonymisiert. Und genau. Befragt wurden sowohl Kinder, die in der Notbetreuung waren in der Kita, als auch solche, die in der Familie betreut wurden und dann sozusagen einen erneuten Übergang in die Kita erlebten. Also das war uns ganz wichtig, da diese beiden Perspektiven mit einzufangen. Und ausgewertet wurde dann mit einem Modul, das nennt sich Max-QDA, wo sozusagen alle Aussagen miteinander verglichen wurden und auch geschaut wurde, was haben die Kinder am ehesten gesagt, welche Hygieneregel zum Beispiel wurde von allen Kindern in den Interviews genannt, etc. Ja, dann komme ich jetzt schon zu den Ergebnissen. Vielleicht noch ganz kurz als, vielleicht sehen Sie mich jetzt gar nicht, weil meine Präsentation groß ist, aber als Abschluss haben wir den Kindern dann so kleine Büchlein mitgegeben als Dankeschön. Das war natürlich noch, bevor wir die Ergebnisse dann herausgefunden haben. Als Dankeschön für deren Teilnahme. Das ganz kurz am Rande, weil ich die Büchlein auch gerade hier gesehen habe. Zu den Ergebnissen erstmal ganz allgemein. Also von den 28 Kindern haben 11 teilgenommen, die in der Notbetreuung waren und 17, die in der Familie betreut wurden während des Lockdowns und damit natürlich auch einen erneuten Übergang in die Kita und in die veränderte Kita-Realität erlebten. Es haben 18 weibliche Kinder teilgenommen, 10 männliche und 0 diverse im Alter von 3 bis 7 Jahren. Also der Durchschnitt oder das Durchschnittsalter lag bei 5,4 Jahren. Da ist natürlich ein bisschen deutlich, dass die pädagogischen Fachkräfte eher die Kinder ausgewählt haben, die schon ein bisschen älter waren. Eine Interviewlänge ging knapp 10 Minuten, so ein paar statistische Daten jetzt. Die wurden im Kita-Alltag durchgeführt, also meistens in einem abgeschlossenen oder abgetrennten Bereich oder Raum, wo die pädagogische Fachkraft wirklich allein sein konnte mit dem Kind. 2 Interviews wurden auch im Außengelände durchgeführt. Und für uns ergaben sich dann vor allem ein paar Vorteile, dass die pädagogischen Fachkräfte die Interviews selbst durchgeführt haben. Zum einen mussten wir als externe Personen nicht in die Kita gehen, vielleicht auch noch mit Mund-Nasen-Schutz und die Interviews durchführen. Zum anderen hatte die pädagogische Fachkraft schon eine vertraute Beziehung, ein Miteinander mit dem Kind. Sie konnten die Hygiene- und Abstandsregeln wahren. Und auch von der Logistik und der Organisation war es einfach vorteilhaft, weil die Erhebung ja sehr kurzfristig umgesetzt werden musste, wie ich schon gesagt habe. Weshalb wir da sehr dankbar waren für die pädagogischen Fachkräfte, die das so schnell umgesetzt haben und da mitgewirkt haben. Als Nachteil für diese Form haben wir für uns rausgefunden, dass die Kinder eventuell sozial erwünschte Antworten geben könnten, dadurch, dass sie die pädagogischen Fachkräfte eben gut kennen und eine Beziehung zu ihnen haben. Solche Sachen müssen bei einer wissenschaftlichen Forschung eben immer ein bisschen mitgedacht werden und auch überlegt werden und so im Hinterkopf behalten werden. Die Ergebnisse, und jetzt komme ich zurück zu der Folie, wurden dann von uns in so 5 große Kategorien unterteilt. Also zum einen wurde abgefragt, welches Verständnis Kinder überhaupt von Corona haben. Dann haben wir Ergebnisse zur Betreuung in Zeiten des Lockdowns erhoben, da nochmal diese Unterscheidung zwischen Notbetreuung und Betreuung in der Familie. Wir haben Ergebnisse zur Veränderung im pädagogischen Alltag erhoben oder herausgefunden. Da ging es vor allem um die Bring- und Abholsituation, aber auch um das Spiel an sich, um die Essenssituation und um die Schlafenssituation. Weitere Ergebnisse waren Veränderungen zu Hygieneregeln, da vor allem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, auch wenn das jetzt in der Kita nicht passierte, aber Kinder ja trotzdem Personen wahrgenommen haben oder wahrnehmen, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Händewaschen war so ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Hygieneregel. Auch Hände desinfizieren, Zähne putzen oder eben keine Zähne zu putzen in der Kita und das Verhalten im Waschraum.
Und zuletzt haben wir dann noch die Zukunftswünsche der Kinder abgefragt. Das sind ganz spannende Antworten, aber dazu komme ich dann später. Zuerst möchte ich genau mit dem Verständnis von Corona anfangen. Genau, Kinder haben ganz konkrete Vorstellungen über Corona und auch darüber, was Corona ist und wie die Situation den Alltag der Kita, aber auch den Lebensalltag zu Hause verändert oder verändert hat. Und ich möchte jetzt zu allen einzelnen Punkten immer kleine wörtliche Zitate aus unseren Interviews herausheben, die das Ganze ein bisschen anschaulich machen. Ich werde sie nicht wortwörtlich wiedergeben, weil ich das auch nicht so gut kann, wie die Kinder das gemacht haben. Deswegen bleiben Sie gern eng an der PowerPoint dran, um das ein bisschen mitzulesen. Corona ist, so sagt Franziska, natürlich ein pseudonymisierter Name, eine Krankheit, bei der man zu Hause bleiben muss. Corona steckt viele an und es sterben viele dabei. Corona ist ein unsichtbares Wesen. Und Gregor sagt, wir sind das neue Zuhause von Corona. Also auch eine sehr spannende Perspektive und spannendes Verständnis darüber, wie sich Kinder auch Corona vorstellen und was Corona für die Kinder ist. Zu dem zweiten Block, Ergebnisse zur Betreuung in Zeiten des Lockdowns, komme ich zuerst zur Notbetreuung. Von unseren befragten Kindern, also von den 28 Kindern, die interviewt wurden, haben sich 39% in der Notbetreuung aufgehalten. Die haben vor allem gesagt, dass es weniger pädagogische Fachkräfte gab und natürlich auch weniger Spielpartnerinnen, mit denen sie ihren Alltag verbringen konnten. Oft haben sich die Kinder nur in einem einzigen Raum aufgehalten. Sie mussten auf gewohnte Alltagsstrukturen verzichten. Zum Beispiel hat ein Kind gesagt, dass keine Vorschule mehr stattgefunden hat. Es gab auch eine eingeschränkte Angebotsstruktur seitens der Kita. Teilweise fand eine 1:1-Betreuung statt. Und genau, ich sage zu den einzelnen Punkten immer ganz kurz, was die Kinder so positiv fanden und negativ. In dem Fall der Notbetreuung fanden die Kinder sehr positiv, dass mehr Zeit zum Spielen blieb. Dass es insgesamt ruhiger war, ist natürlich auch logisch, wenn weniger Kinder da waren. Damit einhergehend gab es auch weniger Stress und weniger Konfliktpotenzial. Und es wurden ab und zu Ausnahmen oder Sonderregelungen gemacht. So hat ein Kind zum Beispiel davon berichtet, dass es nicht schlafen musste. Und ein anderes durfte in den Turnraum wahrscheinlich lange Zeit spielen, wo es sonst vielleicht nur einmal in der Woche sein durfte. Negativ wurde in der Notbetreuung gesagt, dass sie die Kinder vermisst haben, die nicht da waren. Das wurde tatsächlich von allen Kindern, von allen befragten Kindern genannt. Und es fand eine hohe Fluktuation statt. Also es ist ja logisch, manche Kinder wurden in die Einrichtung gegeben und dann wieder eine Woche rausgenommen. Und dabei ist es ja tatsächlich sehr wichtig, mit Gleichaltrigen zu spielen und auch diese Kontinuität drin zu haben. Zu den Zitaten. Ich war traurig, weil meine anderen Freunde leider nicht da waren. Franziska hat gesagt, es ist nicht schön, mit Erwachsenen zu spielen und es ist besser, mit einem Kind zu spielen. Und hier ist nochmal das Zitat von Gloria, die es super doof fand, dass die Vorschule nicht stattgefunden hat, weil ihr die Vorschule sehr viel Spaß gemacht hat. In der Familie wurden dementsprechend 61% von uns befragten Kinder betreut. Das vor allem von Großeltern, auch von Eltern, von Geschwistern und von erweiterten Familienmitgliedern wie Onkel oder Tante. Hier wurde positiv berichtet, dass die Kinder viel Zeit hatten mit ihrer Familie, dass sie viel draußen waren, auch viele gemeinsame Aktivitäten unternommen haben, viel gebastelt haben, viel Outdoor-Aktivitäten gemacht haben, auch dass ein erhöhter Medienkonsum stattfand und ein engerer Bezug zu den Geschwistern da war. Was ja auch logisch ist, weil das meistens auch die einzigen SpielpartnerInnen in dieser Zeit waren. Die meisten Kinder fanden es tatsächlich gar nicht so schlimm, so lange Zeit zu Hause zu bleiben.
Die Eltern vielleicht umso mehr, wer weiß. Negativ war bei den Kindern, die wir befragt haben, auch hier zu 100% das Vermissen. Zum einen das Vermissen von Freundinnen in der Kita, auch von den pädagogischen Fachkräften. Und auch das Vermissen der Kita als Institution selbst, also auch die Angebote, die in der Kita stattfinden, was für uns dann eben die Schlussfolgerung bedeutete, dass ja den Kindern die Kita als Bildungsort gefehlt hat, an dem sie vielfältige Möglichkeiten haben, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu bilden und vor allem auch die Gruppenprozesse mit Gleichaltrigen zu erleben. Hilde meinte zum Beispiel, ich wollte lieber in den Kindergarten, da kann ich mehr spielen. Zu Hause habe ich nämlich keine Burg. Ich kann dann bloß Lego bauen, aber so viel Lego habe ich gar nicht. Der Poppy hat gefallen, dass sie mit ihrer Familie kuscheln konnte. Und Robin hat beispielsweise in einem Hochhaus gewohnt und dieses Hochhaus hatte keinen Garten. Das heißt, er hat vermisst, in die Kita zu gehen oder die Institution Kita vermisst, weil er da natürlich öfter in den Garten gehen konnte. Die Kinder, die in der Familie betreut wurden, erlebten danach natürlich eine erneute Übergangssituation in die Kita und das in eine veränderte Kita-Realität, die ihnen bisher nicht bekannt war, oder ein Kita-Alltag, der ihnen bisher nicht bekannt war. Und da haben 100%, also auch alle, gesagt, dass es sehr schön war, die Kinder wiederzusehen in der Kita. Hier noch ein Zitat von Chiara Sophie. Wie war es denn für dich, als du nach langer Zeit wieder im Kindergarten warst? Schön. Was war so schön? Dass ich meine Freunde wieder gesehen habe und dass ich mit meinen Freunden auch mal wieder spielen konnte. Die nächste Kategorie sind die Ergebnisse zu Veränderungen im pädagogischen Alltag. Und da möchte ich zuerst auf die Bring- und Abholsituation in der Kita eingehen. In Sachsen-Anhalt war es so, dass fast ausschließlich alle Kinder oder die Kinder, die wir befragt haben, am Eingangsbereich oder am Tor abgegeben wurden, dass die Eltern dann die Anwesenheit der Kinder unterschreiben mussten und natürlich auch bestätigen mussten, dass das Kind gesund ist. Hier waren die Reaktion der Kinder nicht wirklich positiv. Das Einzige war bei wenigen Kindern, dass so ein bisschen das Verständnis da war, warum das gemacht wurde, eben um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Positiv war auch, dass dann weniger Publikumsverkehr in der Garderobe stattgefunden hat und dass die Kinder so ein bisschen mehr an Selbstständigkeit gewonnen haben durch diese Situation. Negativ war aber vor allem das Verabschieden der Eltern selbst draußen. Es wurde auch gesagt, dass die Eltern nicht beim Suchen helfen konnten, wenn etwas verloren gegangen ist. Und dass teilweise eine lange Schlange vor der Kita war. Die Kinder hatten aber auch spezielle Lösungsvorschläge. Und die bringe ich jetzt auch mit ein, was sozusagen verändert werden könnte oder anders gemacht werden könnte. Die werden dann aber auch am Ende meiner Präsentation nochmal in einem Überblick genau gegeben. Hier zum Beispiel der Lösungsvorschlag, dass die Eltern mit Mundschutz reingehen könnten in die Kita. Das nächste Zitat ist, dass der Körperkontakt ein bisschen eingeschränkt wird und so wie es wahrscheinlich auch viele schon in ihren Kitas zum Beispiel umsetzen oder machen, ist das Begrüßen mit Ellenbogen. Und das Kind findet es zwar schlimm, aber sagt besonders, dass es ja schon groß ist und dass es als großes Kind schon alleine in die Kita gehen kann. Und da ist auch so ein Lösungsvorschlag von dem Kind daraus zu interpretieren, dass die großen Kinder ja schon alleine in die Kita gehen könnten und die Eltern, die kleine Kinder haben oder junge Kinder, dann mit reingehen könnten in die Kita, um das Ganze ein bisschen zu dämpfen. Daraus entsteht natürlich auch diese Selbstständigkeit bei den größeren Kindern. Genau. Zum Thema Spiel.
Spiel ist ja so die Haupttätigkeit und auch eine sehr wichtige Lernform der Kinder, die durch Covid-19 auf jeden Fall eingeschränkt wird, oder nicht durch Covid-19, aber durch die damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregeln. Oft wurden Themenräume geschlossen. In vielen Kitas wurden neue Gruppen eingeteilt, um das Mischen untereinander zu vermeiden und auch die Ansteckungsrate gering zu halten. Und somit war dann natürlich auch ein Spiel mit FreundInnen nicht möglich oder nicht immer möglich. Außerdem war durch diese Raumeinteilung auch manches Spielzeug nur in gewissen Räumen zu finden, mit dem ein Kind, was in einem anderen Raum war, vielleicht gern spielen möchte. Und deswegen, ja, war auch hier das Resümee der Kinder eindeutig negativ. Also gerade das Abstandhalten im Spielen fanden viele Kinder doof. Auch, dass sie kein Spielzeug von zu Hause mitbringen konnten. Die Außenbereiche wurden teilweise durch ein Band oder durch eine Wimpelkette getrennt, sodass die Gruppen sich halt auch im Außenbereich, im Garten, nicht vermischen. Und der fehlende Körperkontakt wurde beanstandet. Positiv wurde wahrscheinlich eher von der Erzieherin gesagt, dass die Gruppe mehr zusammengewachsen ist, also ne, die neu geformte Gruppe. Und dann wurden Lösungsvorschläge von den Kindern genannt. Zum einen, dass die Gruppe nochmal neu anders aufgestellt werden könnte. Und zum anderen, dass die Kinder auch die Gruppe selbst einteilen könnten. Da gehe ich dann auch später nochmal drauf ein. Auf den Lösungsvorschlag, wie es denn ist oder wie es denn wäre, wenn die Kinder auf jeden Fall mitentscheiden, mit wem sie den Tag oder die Woche verbringen möchten. Jetzt aber erstmal wieder zu den Zitaten. Genau, hier das Zitat, dass Gloria es doof findet, dass es getrennte Gruppen gibt, mit der Begründung, weil es in anderen Gruppen ja auch noch Freunde von ihr gibt. Hast du jemanden aus der Kita vermisst? Ich lese das Zitat mal vor. Ja, wen denn? Ich habe manche vermisst, die Kometen, also es sind die Gruppennamen, Kometen und Raketen, die jetzt unter uns sind, die können wir jetzt nicht so lange sehen. Und Tamina, die eigentlich bei uns Raketen sein soll, dann hat sie was Unverständliches gesagt. Und warum hast du sie so vermisst? Na, weil Tamina eigentlich bei uns sein sollte und jetzt ist sie bei den Kometen und jetzt können wir nicht mehr mit ihr spielen. Und Chiara Sophie, das fanden wir auch ganz gut, hat gesagt, das Abstandhalten im Kindergarten war auch deshalb blöd, weil sie nicht mehr in die Hände klatschen können, wenn man was gut zusammen gemacht hat. In der Essenssituation gab es vor allem die Einschränkung, dass die Kinder sich nicht selbst auftun durften oder auch teilweise nicht mal entscheiden durften, was und wie viel sie essen möchten. Also das wurde tatsächlich so von den Kindern genannt. Zu Beginn der Corona-Pandemie mussten die Kinder teilweise sogar das Essen von zu Hause mitbringen. Hier wurde von den Kindern genau die Situation nicht wirklich als positiv bewertet. Positiv wurde gesehen, dass alle ein bisschen geduldiger wurden, weil die Essenssituation natürlich auch zeitaufwendiger war. So. Und positiv war auch, dass öfter im Hof oder im Freien gegessen wurde. Negativ war allerdings, wie schon gesagt, dass die Kinder sich nicht selbst auftun durften und auch das Trinken nicht selbst einschenken durften und dass die Situation zeitaufwendiger ist. Als Lösungsvorschlag wurde hier gesagt, dass die Kinder öfter picknicken könnten oder auf dem Hof essen könnten, was jetzt im Winter vielleicht nicht ganz so realistisch ist. Wir haben hier ein etwas längeres Zitat rausgesucht, das fanden wir ganz gut, von Arnold, 7 Jahre, und ich lese es einfach mal vor. Wie fandest du es, das Essen nicht alleine zu nehmen? Also, ich habe 2 Nachteile und einen Vorteil. Okay, da bin ich mal gespannt. Erzähl mal. Also der erste Vorteil ist, man musste sich das Essen nicht mehr alleine nehmen und man musste nicht die Bewegung machen, sondern musste nur so anstehen. Und die 2 Nachteile waren aber, dass man so viel darauf bekommt, dass man sich etwas aussucht und dann aus Versehen etwas Falsches drauf gemacht wird. Sagt der Erzieher, okay, stimmt. Und man kann sich nicht aussuchen, wie viele Kartoffeln man nimmt, sondern man bekommt einfach eine Kartoffel drauf gemacht
Man kann sich auch nicht aussuchen, wie viel Käse man nimmt. Der Käse wird einfach drauf gemacht. Deswegen wird vielleicht ganz viel drauf gemacht, zum Beispiel, obwohl ich gar nicht so viel will. Oder dass es zu wenig Käse ist. Und hier nochmal das Zitat von Yara, die es cooler findet, auf dem Hof zu essen. Auch in der Schlafsituation gab es Veränderungen. Die wurden von den Kindern ganz unterschiedlich bewertet. Zum einen war der Abstand beim Schlafen natürlich nicht unbedingt möglich, aus Platzgründen oder nicht so gut möglich. Manche Kitas haben eingeführt, entgegengesetzt zu schlafen, also dass die Köpfe der Kinder nicht aneinander liegen. Die Matratzen wurden beschriftet, falls es nicht schon allgemein genau passiert ist. Und ein Kind hat als Lösungsvorschlag gegeben, dass man ja auch im Turnraum schlafen könnte, wo mehr Platz ist. Zu den Zitaten. Genau, Maria hat hier das nochmal gesagt, dass die beiden Köpfe nicht nebeneinander liegen, sondern eben immer das Kopfende an einer Matratze mit dem Fußende von einem anderen Kind. Und das zweite Zitat belegt nochmal die Beschriftung der Matratzen als Möglichkeit oder auch als Lösungsvorschlag oder Inspiration, falls es vielleicht in Ihrer Kita noch nicht der Fall ist und gemacht werden könnte. Okay, dann komme ich jetzt zu den Veränderungen zu Hygieneregeln und da zum Mund-Nasen-Schutz. Da haben tatsächlich alle Kinder darüber gesprochen, auch wenn nur die Hälfte der befragten Kinder 6 Jahre oder älter war und demnach auch im öffentlichen Personennahverkehr oder auch beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Die Kinder haben sehr negativ davon berichtet, und zwar vor allem, weil durch den Mund-Nasen-Schutz es sehr heiß darunter wird, dass die Kinder schwitzen, dass Emotionen einer Person, die einen Mund-Nasen-Schutz trägt, schlechter wahrgenommen werden, eben durch diese versteckte Mimik unter der Maske, dass das auditive Verständnis geringer ist. Da habe ich dann auch gleich ein Zitat dazu. Es wurde negativ beanstandet, dass die Maske rutscht, dass es Einschränkungen in der Atmung gibt und ein unangenehmes Gefühl an den Ohren. Eine positive Sache von den Masken selbst haben die Kinder nicht benannt, aber einige haben tatsächlich auch schon ein Verständnis dafür gezeigt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes uns allen in dem Fall hilft und schützt. Zu den Zitaten aus den Interviews. Hier sagt Gerda, dass sie mit der Maske gar nicht richtig atmen kann. Und hier ist auch nochmal ganz deutlich in diesem Zitat mit dieser doofen Stinkemaske, was sie mit einer Maske verbinden oder mit einem Mund-Nasen-Schutz, wie sie den finden. Chiara sagt, weil ich dann nicht, wenn ich eine treffe, der zulächeln kann. Also kann ich, aber sie sieht es dann nicht. Genau, und hier nochmal das Zitat zum auditiven Verständnis, dass ein Mundschutz einfach hinderlich ist, weil sie da ihre Mama oder ihren Papa schlechter versteht. Die nächste Hygieneregel, die sehr oft genannt war, war Händewaschen, und das empfanden die meisten Kinder tatsächlich gar nicht schlimm. Hier wurden vor allem auch die Vorteile erkannt, dass durch das Händewaschen eben die Bakterien weggehen, dass es gesund ist und die Ansteckungsgefahr verringert. Oft wurden durch das Händewaschen auch so positive Assoziationen hervorgerufen, durch das Manchen oder das Spielen mit der Seife oder auch einem Schaum, der durch die Seife entsteht. Negativ wurde lediglich beanstandet, dass es sehr oft gemacht werden muss, und ein Kind hat gesagt, dass die Tattoos damit weggehen, die sie auf der Hand hat. Als Lösungsvorschlag könnte Händewaschen auf jeden Fall attraktiver gestaltet werden, indem zum Beispiel Schaumseifen mit vielleicht kindgerechten elektronischen Seifenspendern zur Verfügung gestellt werden in den Kitas.
zu den Zitaten. Mirai sagt, ich finde das sehr gut in Corona, weil dann kann man sich nicht anstecken, wenn man sich auf die Hände wäscht. Hier sogar noch auf die Frage, wie sie das mit dem Abstand halten findet. Heidi sagt, bei der neuen Seife kommt immer so viel Schaum raus. Mara sagt, da können die Bakterien, also bei Sachen, die sie anfassen, können Bakterien dran sein. Deswegen müssen wir uns immer die Hände waschen. Da ist das Verständnis auf jeden Fall dafür da. Und Chiara Sophie sagt, Hände waschen findet sie gut. Dann gehen nämlich ganz viele Tiere ab. In manchen Kitas wurden auch Desinfektionsmittel bereitgestellt oder ja, vielleicht mussten auch die Kinder die Hände desinfizieren. In Sachsen-Anhalt war das nicht die Verordnung selbst, die das besagte. Trotzdem haben 18% der interviewten Kinder davon berichtet, hatten auch hier ein Verständnis dafür, dass die Hände desinfiziert werden sollten oder dass es vorteilhaft ist in Zeiten von Corona. Nachteilig war dabei das lange Verreiben in der Hand. Und nachteilig war auch, und hier komme ich nochmal mit dem Zitat von Gloria, wenn man eine Wunde an der Hand hat, brennt das. In vielen Kitas wurden keine Zähne mehr geputzt. Das wurde je nach Empfinden der Kinder ganz unterschiedlich von ihnen bewertet. Positiv war hier oder wurde hier vor allem genannt, dass dafür mehr Zeit zum Spielen bleibt. Und als Lösungsvorschlag wurde genannt, dass umso mehr zu Hause die Zähne geputzt werden müssen. Poppy meinte noch, dass es nicht schlimm ist, keine Zähne zu putzen, weil vorher sich alle an das Waschbecken stellen mussten und dass das eben nicht so schön war. Und damit komme ich auch direkt weiter zu dem Verhalten im Waschraum oder im Bad, wo es jetzt mit den neuen Regelungen ja so ist, dass die Kinder nur zu zweit ins Bad oder auf Toilette gehen dürfen. Was den Vorteil hat, was auch von den Kindern erkannt wurde, dass auf jeden Fall mehr Platz ist in der, auf dem Klo oder im Bad, im Waschraum, dass die Kinder ungestört sind. Und das ist auch nochmal für uns ein ganz wichtiger Hinweis gewesen und vielleicht auch für Sie, dass damit eben auch die Privatsphäre gewährleistet werden kann. Genau, Maria sagt, wie viele ins Bad dürfen. Chiara findet es gut, dass nicht so viele Kinder im Bad sind, weil man da besser durchgehen kann. Also auch wieder der Platzgrund. Und mit Heidi, das war eine lustige Konversation. Sie sagt, das finde ich eigentlich blöd, wenn wir so wenige auf der Toilette sein dürfen. Dann sagt die Erzieherin, das findest du blöd. Möchtest du da lieber, dass ganz viele da sind? Und dann lacht Heidi und sagt nein. Genau, noch so weitere Hygieneregeln, die in der Kita umgesetzt wurden, sind in die Armbeuge zu husten oder in die Armbeuge zu niesen. Keine Handtücher mehr zu benutzen oder wenn, dann nur Einweghandtücher. Das wiederum, und da haben wir auch nochmal ein Zitat rausgesucht, fand Chiara nicht so gut, aber einfach nur aus der persönlichen Vorliebe heraus, dass sie lieber Handtücher als Küchenrolle benutzt. Zu guter Letzt haben wir für die Zukunftswünsche der Kinder noch so ein kleines Gedankenexperiment befragt. Und zwar, was wäre, wenn Corona nochmal kommen würde? Und da hat über die Hälfte auf jeden Fall gesagt, dass ja, sie sich das Ende der Pandemie wünschen und eine Rückkehr zum pädagogischen Alltag, so wie er vorher war. Und auch hier kommen jetzt nochmal ein paar abschließende Zitate als Wünsche für die Zukunft. Ich wünsche mir, dass Corona nie wiederkommt, dass Corona vorbeigeht. Für die Zukunft ist mein Wunsch, dass Corona weggeht.
Pavel wünscht sich, dass die anderen, die nicht krank sind, okay, da hat er sich versprochen, wir haben das natürlich wortwörtlich übernommen. Ich denke, er meinte, dass die, die krank sind, wieder gesund werden und die, die nicht krank sind, dass die nie krank werden. Finn hat ganz einfach geschlussfolgert, Corona ist nicht schön, man kann Corona nicht nutzen, aber man kann Corona auch einfach nicht ändern. Und was so ein bisschen unser Lieblingszitat wurde, auf die Frage nach dem Wunsch für die Zukunft, sagt Gloria, die Zukunft darf machen, was sie möchte. Ja, das waren so grob die Kategorien der Ergebnisse. Ich habe die auch nochmal zusammengefasst und wir haben auch nochmal die Zeit, dass ich da kurz nochmal ein paar Worte darüber verliere. Ganz allgemein, Kinder haben ein sehr breites Verständnis von Corona und auch den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregeln. Sie und ihre Meinung in die Erhebung einzubeziehen, ist uns auf jeden Fall in großem Umfang gelungen und lässt die Kinder selbst auch als ExpertInnen in ihre Lebenswelt werden und auch als Teil für die in Planung stehende Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten. Das ist so ein bisschen das, wo das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt hin wollte, also wirklich so Kita-Konzepte zu entwickeln, die unter Pandemiebedingungen, jetzt nicht unbedingt Corona, umsetzbar sind. Kinder nehmen die Veränderungen in ihrer Kita-Lebenswelt auf jeden Fall wahr und beschreiben und bewerten diese auch mit ausführlichen Beispielen. Zum Bereich der Notbetreuung und der familiären Betreuung während des Lockdowns wurde ganz oft das Vermissen genannt und eben diese hohe Fluktuation von FreundInnen und SpielpartnerInnen. In der Schlussfolgerung bedeutet das, dass die Kinder auch eine Kontinuität brauchen der Erwachsenen, der pädagogischen Fachkräfte, aber auch, dass eine Kontinuität der kindlichen Bezugspersonen essentiell ist für die Kinder. Hier wird auf jeden Fall deutlich, dass die pädagogischen Fachkräfte in den Corona-Zeiten ihre Möglichkeiten in hohem Maße ausgeschöpft haben, um die Kinder in dem veränderten Kita-Alltag willkommen zu heißen und auch behutsam Verständnis für die vielen neuen Hygiene- und Abstandsregeln zu wecken oder zu zeigen. In der Bring- und Abholsituation wurde es ja ganz unterschiedlich bewertet, wohingegen beim Spiel eher negativ gesagt wurde, dass diese Einschränkungen, diese getrennten Gruppen und auch die zugewiesenen Räume sehr doof waren. Vor allem war negativ im Spiel eben diesen Abstand zu wahren. Durch die Bildung von neuen und festen Gruppen hat sich natürlich auch eine Veränderung der Gruppenstruktur ergeben oder auch eine Veränderung der Raumstruktur, aus der sich Vor- und Nachteile ergeben. Die neuen Gruppen wachsen zum einen fester zusammen. Das haben auch einige Kinder so bestätigt, wenn eine Erzieherin das gesagt hat, dass sie ein gutes Team geworden sind zum Beispiel. Aber dennoch werden SpielpartnerInnen und auch FreundInnen aus anderen Gruppen vermisst. Zu den Veränderungen in der Essens- und auch in der Schlafsituation, die wurden von den Kindern ausschließlich oder fast ausschließlich negativ empfunden, da eben aufgrund von den Hygieneregeln die Partizipation und auch die Eigenverantwortlichkeit von den Kindern zurückgestellt werden musste. Zu den Veränderungen zu Hygieneregeln lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Mund-Nasen-Schutz von fast allen Kindern genannt wurde. Und das auch einvernehmlich negativ, auch wenn das Verständnis für die Notwendigkeit des Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes da ist. Das Händewaschen war hingegen sehr akzeptabel. Hände desinfizieren wurde ohnehin sehr wenig in den Kitas umgesetzt und wenn, dann natürlich auch sehr unterschiedlich gehandhabt und bewertet von den Kindern. Und auch die Tatsache, dass keine Zähne geputzt werden, fanden die Kinder nicht wirklich problematisch. Aus diesen Ergebnissen heraus oder auch aus persönlichen Zitaten aus den Interviews
haben die Kinder so Lösungsstrategien entwickelt. Und die habe ich Ihnen jetzt auch aufgelistet. Vielleicht inspiriert sie ja das ein oder andere. Sie werden auch merken, dass manches vielleicht nicht ganz so realistisch ist. Einiges aber tatsächlich schon. Und auf die Lösungsstrategien der Kinder hin haben wir als Forschungsteam dann auch nochmal Lösungsstrategien entwickelt. Da komme ich danach dazu. Aber jetzt erstmal genau zu den Lösungsstrategien der Kinder. Zum einen, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten einen Mund-Nasen-Schutz beim Bringen und Abholen tragen könnten und somit halt auch in die Kita reingehen können. Die Eltern und Erziehungsberechtigten könnten mit in die Kita gehen, wenn das gebrachte Kind noch klein ist. Also hier auch nochmal ein Rückschluss auf das eine Zitat, wo das Kind meinte, die Großen können das auch alleine, die Kleinen können die Eltern ja noch begleiten. Geschwisterkinder könnten das Kind hineinbringen. Das Kind könnte alleine hineingehen, war ein Lösungsvorschlag von dem Kind, wenn keine Erzieherin oder kein Erzieher es an der Tür abholt. Es könnten Ausweichmöglichkeiten vor allem für das Spiel gesucht und gefunden werden, zum Beispiel Spielplätze oder Parks. Hier vor allem auch, weil die Kinder das sehr negativ fanden, diese Bänder oder Wimpelketten im Außenbereich zu haben, die die Gruppen eben auch draußen voneinander trennen und dann natürlich auch nicht in jedem Teilbereich, sage ich mal, das gleiche Spielzeug vorhanden ist. Die Begrüßung könnte mit Ellbogen oder mit Zuwinken passieren. Die Zähne könnten umso mehr zu Hause geputzt werden. Ganz wichtiger Vorschlag, wenn es in der Kita nicht gemacht wird. Die Gruppe könnte noch einmal anders aufgestellt oder auch aufgeteilt werden, damit neue SpielpartnerInnen zur Verfügung stehen. Und die Kinder könnten an der neuen Gruppenbildung partizipiert werden. Der letzte Vorschlag, die Matratzen könnten mit Namen beschriftet werden. Aber gerade bei dem vorletzten Vorschlag möchten wir auch nochmal anknüpfen bei der Partizipation. Weil genau das ist, glaube ich, das, was die Kinder sich wünschen und was auch jetzt an den pädagogischen Fachkräften liegt, eben Ideen für eine praktisch umsetzbare Partizipation zu entwickeln. Kinder können bei der Gruppeneinteilung teilhaben und mitbestimmen, mit wem sie ihren Kita-Alltag verbringen möchten. Die Kinder können entscheiden, in welchem Raum und mit welchen Spielzeugen sie in der nächsten Zeit spielen möchten, vielleicht wochenweise. Und die pädagogischen Fachkräfte könnten entsprechende Voraussetzungen schaffen. Ich weiß auch, dass in einigen Bundesländern das schon wieder möglich ist oder ja zum Beispiel auch wieder zum Konzept der offenen Arbeit zurückgekehrt wurde. Kinder können auf jeden Fall auch in der Essenssituation partizipiert werden und mitentscheiden, oder sagen, was und wie viel sie essen möchten, auch wenn sie sich noch nicht selbst auftun dürfen. Und die pädagogischen Fachkräfte könnten zum einen die Kinder fragen, mit welchem Spielzeug sie gerne spielen möchten, falls beispielsweise ein Spielzeug nur in einem anderen Raum oder in einem anderen Themenraum zur Verfügung steht und hier für abwechslungsreiches Spielzeug und für eine Rotation von dem Spielzeug sorgen. Gut, ich schließe den Vortragsteil gleich ab, habe aber an dieser Stelle nochmal 4 Reflexionsfragen mitgebracht, die ich jetzt aufploppen lasse und wo ich einfach 1 bis 2 Minuten nochmal Zeit gebe, damit Sie darüber sinnieren können, vielleicht auch für die praktische Umsetzung in Ihrer Kita. Und dann zeige ich Ihnen noch die Quellen. Und bin dann auf jeden Fall sehr gern offen für Fragen. Sie könnten sich überlegen, was Sie tun können, um das Kinderrecht auf Partizipation in der Kita nicht zu verletzen.
Was kann ich tun, um Partizipation umzusetzen? Was kann ich tun, um offene Arbeit trotzdem umzusetzen? Offene Arbeit bedeutet ja in dem Sinne auch nicht, dass ja, die Türen der Kitas geöffnet werden sollen für alle Kita oder die Türen der einzelnen Räume, sondern ist eher so eine Haltungsfrage, also genau, wo das Kind wirklich im Mittelpunkt steht und man dafür einfach offen sein sollte. Und welche neuen Erkenntnisse habe ich heute gewonnen? Was nehme ich mir mit? Ich würde sagen, ich lasse die Fragen nochmal so eine Minute da, dann zeige ich Ihnen die Quellen und dann genau, bin ich gespannt auf Rückmeldungen und Fragen. Okay. Hier habe ich noch ein paar Quellen aufgelistet, die sich vor allem um die methodologischen oder theoretischen Inhalte, vor allem auch zum Führen von qualitativen Interviews, beziehen. Die Präsentation wird Ihnen ja auf jeden Fall auch zur Verfügung gestellt auf der NIFBA-Homepage. Und ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes zu sagen, als Ihnen zu danken, dass Sie sich bis hierher an meinem Vortrag beteiligt haben oder mir zugehört haben. Genau, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Fragen. Ich habe im Chat gar nicht mitbekommen, ob welche eingegangen sind. Doch, es sind einige eingegangen. Ja, Herr Wendruck, wie war das Zitat? Die Zukunft kann machen, was sie möchte. Hoffentlich tut sie meistens sogar einfach das, was sie will. Aber wir als Erwachsene oder auch als Kinder sind ja durchaus in der Lage, die Zukunft mitzugestalten. Jetzt mal zumindest in der nächsten halben Stunde. Also vielen, vielen Dank für diesen Vortrag, der ja so eine Perspektive, nämlich die Perspektive der Kinder aufgreift, die bisher zumindest im Sinne einer wissenschaftlichen Studie in der Diskussion um Corona noch nicht so aufgetaucht ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es daran noch weiteren Bedarf gibt, solche Studien durchzuführen, um eben die Perspektive, gerade die Perspektive der Kinder da gut mitzunehmen. Nebenbei gesagt, ist das ganze Thema, gerade was Sie zuletzt, was immer wieder auftauchte, diese Frage von Beteiligung und Partizipation, sicherlich auch für uns als NIFBA hochinteressant, weil wir ja seit diesem Jahr und ab nächsten Jahr in der Umsetzung so einen thematischen Schwerpunkt zur Demokratiebildung, Beteiligung, Partizipation in der Kita gebildet haben. Und da gibt es ja unmittelbare Anknüpfungspunkte. Offensichtlich war der Vortrag für alle sehr interessant, denn soweit ich das sehen kann, hat kein Teilnehmer oder wenn dann, soweit man das sehen kann, die Konferenz bisher verlassen. Auch das sage ich einfach mal als gutes Zeichen. Und dann gebe ich jetzt an meine Kollegin Gisela Röhling ab, die jetzt das, was im Chat aufgeploppt ist, einige Fragen sind da, an Sie weitergeben wird. Ja, genau. Wie du eben schon gesagt hast, es gibt einzelne Fragen, die ich auch gerne gleich aufnehmen möchte. Ich finde, dass also in dieser Ihrer Auswertung überhaupt sehr deutlich geworden ist, dass Kinder ja tatsächlich eine hohe Kompetenz an partizipativen Möglichkeiten schon zeigen. Und vielleicht ist das ja auch nochmal eine gute Motivation für die Einrichtung und Ihre Fragen, die Sie zum Schluss gestellt haben, ermutigen ja auch nochmal. Ja, ich fange nochmal an. Es gibt so Fragen zu Material, also einerseits diese Büchlein, das Sie am Anfang erwähnt haben, wo man das bekommen kann. Diesbezüglich auch die weiteren Informationen, von denen Sie gesprochen haben, die ja jetzt in Ihrer Dokumentation unten auch nicht aufgetaucht sind. Da ist natürlich auch nochmal die Frage, wie kommen Teilnehmer an diese Informationen, von denen Sie, also weiteren Informationen, von denen Sie gesprochen haben? Genau, also erstmal zu den Büchlein. Ich kann ja meine Präsentation jetzt auch stoppen, damit ich nicht mehr so groß erscheint auf Ihren Bildschirmen. Hier haben wir das Büchlein bei Carlsen bestellt, Corona und der Elefantenabstand heißt es.
also so ein kleines, also wirklich ganz kleines Büchlein für 99 Cent. Und zusätzlich haben wir den Einrichtungen auch noch ein Buch, ein Conny-Buch, vielleicht kennt es viele aus der Praxis, zugeschickt, was dann in der Einrichtung blieb. Genau, ich kann mich gerade nicht mehr an den Titel erinnern. Und ein anderes Buch, was hieß Max und Anna malen einen Corona-Regenbogen. Da habe ich aber jetzt, wie gesagt, auch nicht die Links zur Verfügung. Genau, es gibt auf jeden Fall ein paar Bücher, auch Kinderbücher zum Thema Corona, die sehr schnell da veröffentlicht wurden und auch ein sehr kindliches Verständnis darüber aufzeigen oder auch Geschichten darüber erzählen, was Corona ist, wie damit umzugehen ist und das natürlich auch ja, ganz kindlich dargestellt. Zu den anderen Informationen, Sie hatten da nochmal, weiß ich gerade nicht, ob das sich auf die qualitativen Forschungsmethoden, auf das Durchführen mit Interviews mit Kindern bezieht oder... Na, Sie hatten zwischendurch eben erwähnt, dass es noch weitere Informationen gibt und wahrscheinlich bezieht sich das eben tatsächlich auf Ihre gesamten Ergebnisse, so habe ich das verstanden. Und da ist natürlich auch ein großes Interesse daran, da nochmal in die Infos zu kommen. Kann man sich dann direkt an Sie wenden oder wie sollen die Teilnehmer damit umgehen? Also prinzipiell können Sie sich sehr gerne an mich wenden. Ich kann Ihnen natürlich nicht die 28 Transkriptionen zur Verfügung stellen, auch wenn das mega spannend ist, die zu lesen. Von den durchgeführten Kinderinterviews, die ja teilweise 5 Minuten gingen, teilweise aber auch 15 Minuten und dementsprechend viele Seiten auch haben. Ich kann Ihnen natürlich auch empfehlen, selbst mal ein Interview mit Kindern durchzuführen und das zu transkribieren. Das ist total spannend und auch total wertschätzend für das Kind, wie ich finde. Für die weiteren Informationen generell, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das war jetzt so ein bisschen auch die Auftaktveranstaltung. Es wurde schon ein hohes Interesse auch bekundet seitens unseres Landrates, seitens von Jugendämtern an den Ergebnissen, auch auf der Bug-Back-Tagung Ende Oktober findet die, glaube ich, statt. Werde ich dann nochmal einen kurzen Vortrag dazu halten. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie wir die Ergebnisse jetzt irgendwie strukturell unter die Leute bringen, ne? Dass wir natürlich so viel wie möglich Kitas erreichen, die davon profitieren können. Aber da müssen wir auf jeden Fall auch immer eng mit dem Ministerium zusammenarbeiten. Das heißt, es wird schon in irgendeiner Form noch eine Veröffentlichung auch geben von dieser Studie. Ja, genau, eine Veröffentlichung wird es geben. Wir haben tatsächlich auch überlegt, so eine Art Handout zu machen oder ne, so irgendwie was Kleines zum Anfassen, was wir den pädagogischen Fachkräften direkt mit ja, in die Hand drücken können. Und es soll auch noch eine Folgestudie geben, das kann ich schon mal so in Ausblick stellen, aber erst nächstes Jahr, wo wir dann eben nicht nur die Kinderperspektive mit einbeziehen, zwar auch nochmal, da wollen wir uns vor allem so auf eine Gruppendiskussion mit Kindern beziehen, aber dann ist natürlich auch die Zeit der Notbetreuung oder des Lockdowns schon ziemlich weit zurück, sodass die Kinder sich da nicht mehr so gut erinnern können. Und wir möchten zusätzlich noch pädagogische Fachkräfte, vielleicht auch Eltern, Träger befragen und daraufhin ein Kita- oder ein festes Handbuch oder eine Handreichung entwickeln, genau, zum Thema Umgang mit Pandemie in Kitas. Genau, dazu gab es jetzt auch noch eine Frage, also die Elternmeinung beziehungsweise eben auch die Meinung der pädagogischen Fachkräfte. Hat es da auch noch Interviews gegeben, die Sie auch irgendwie mit einfließen lassen in die Studien oder ist das gar nicht vorgekommen? Denn die Eltern sind ja auch gefragt worden, also da wurde ja auch das Einverständnis geholt. Genau, das Einverständnis wurde geholt, aber tatsächlich haben wir die Interviews nur mit den Kindern selbst geführt und darauf lag auch unser Fokus. Also genau das wollten wir auch, da nicht irgendwie nochmal einen anderen Einfluss zu haben. Gerade bei den, es wird auch in den Transkripten deutlich oder in den Videos, die uns die pädagogischen Fachkräfte zugeschickt haben, die Interviews durchgeführt haben, da wird sehr deutlich, dass auch manche Sachen so ein bisschen
vorgegeben wurden, so, hey, überleg doch mal, wie war es denn ganz am Anfang, was waren denn da neu, und wenn die Kinder auf keine Regelungen gekommen sind, die zum Beispiel anders waren, hat die pädagogische Fachkraft dann auch beispielsweise gesagt, erinnere dich mal an die Bringensituation, und dann ist dem Kind vielleicht eingefallen, ah ja, ich darf nicht mehr in die Kita laufen. Also da war natürlich schon eine Beteiligung da, aber wir haben jetzt in unserer Studie uns genau gar nicht auf die pädagogischen Fachkräfte oder auf Eltern oder andere Beteiligte in Kindertageseinrichtungen fokussiert. Ja, dann wurde nochmal relativ am Anfang schon gefragt, wann wurden genau die Kinder befragt, vor oder nach dem Lockdown? Nach dem Lockdown. Hat sich für mich eigentlich auch so ergeben, aber ich wollte jetzt nochmal, vielleicht gibt's da eine, hätte es da noch eine Ergänzung gegeben. Genau, die Befragungen haben im Juni stattgefunden. Juni und Juli ungefähr. Mhm. Genau, also auch als die Kinder dann teilweise schon wieder einige Zeit in der Kita waren. Ja. Haben die Kinder selbst beschrieben, dass sie selbstständiger geworden sind, oder war das eher eine Interpretation oder ein Ergebnis, was die pädagogischen Fachkräfte formuliert haben? Beides. Also ich erinnere mich an ein Zitat, wo ein Kind gesagt hat, das kann ich jetzt schon alleine, was natürlich auch aufgrund der Corona-Zeit, wo das Kind vielleicht zu Hause war, passiert sein kann. Und ich erinnere mich auch an ein anderes Zitat von einer pädagogischen Fachkraft, die das Interview durchgeführt hat und die gesagt hat, ja Mensch, wir sind doch aber jetzt ein gutes Team geworden, wir sind doch gut zusammengewachsen. Und das Kind es dann einfach nur bestätigt hat. So, jetzt sehe ich zwischendurch, dass also sowohl mein Kollege Carsten Herrmann einige Infos immer noch gibt. Ich hoffe, dass alle das auch gut nachverfolgen, um sich eben noch weitere Informationen zu holen. Mein Kollege Holger Mack hat es auch schon getan, weil es ja auch Fragen zu dieser zu ihrem Vortrag jetzt gab. Und hat jemand einen ganz langen Text geschrieben. Meine Kollegin Gerlinde Schmidt-Roth, waren die Fachkräfte über die Beschreibung der Kinder überrascht? Beziehungsweise vorher war noch eine Frage, war das Thema Angst, ist das so gar nicht drin vorgekommen? Die erste Frage habe ich gerade überhört, weil ich auch selber im Chat gelesen habe, was ich nicht tun soll. Genau, also die erste Frage war, waren die Fachkräfte über die Beschreibungen der Kinder überrascht? Und wie gesagt, die andere Frage noch eben vorweg, wie war das Thema bei den Antworten der Kinder, war das Thema Angst, ist das so gar nicht drin vorgekommen? Genau, also die Fachkräfte haben aus meiner Sicht jetzt nicht übertrieben überrascht gewirkt. Ich denke, sie haben auch schon öfter mit den Kindern kommuniziert, ne, in der Zeit nach Corona und natürlich auch sehr oft über das Thema Corona selbst gesprochen. Ich habe die da jetzt nicht als sonderlich überrascht wahrgenommen in den Interviews. Genau. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass manchmal auch sehr lustige Antworten dabei gewesen sind, die sich die pädagogische Fachkraft vielleicht nicht so gewünscht hätte. Ein kleines Beispiel, als die pädagogische Fachkraft gefragt hat, ich weiß nicht mehr, welches Kind das war, aber hast du denn auch eine Erzieherin vermisst? Da hat das Kind halt einfach gesagt, nein. Mhm. Und zum Thema Angst ist mir das jetzt auch tatsächlich nicht präsent gewesen. Also ich weiß, dass ein Junge berichtet hat, dass es irgendwie sehr unangenehm war, nach der langen Zeit wieder in die Kita zu gehen und dass er sich erstmal wieder neu einfinden musste. Und er hat auch berichtet, dass es mehrere Tage gedauert hat. Ja, also es war wirklich nochmal so eine Art Eingewöhnungssituation und das ja in einem neuen pädagogischen Alltag. Aber das Thema Angst ist mir jetzt auf jeden Fall nicht präsent, aber ich habe auch nicht alle 28 Transkriptionen gelesen. Gut, dann ist noch die Frage, wie hoch war der Aufwand für die pädagogischen Fachkräfte bei der Vorbereitung bzw. Durchführung und Nachbereitung dieser Interviews? Es war schon natürlich mit einem Aufwand verbunden und auch mit technischen Möglichkeiten. Ne? Sie mussten ja diese Interviews videografieren. Wir sind auf jeden Fall dankbar, dass die es gemacht haben. Dass sie auch die Kinder gefragt haben und die Eltern. Also
da habe ich jetzt auch selber keine Rückmeldung von den pädagogischen Fachkräften selbst. Wir sind auf jeden Fall super dankbar, dass sie es gemacht haben. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es zeitaufwendig war. Genau, also so eine wissenschaftliche Erhebung, wenn man die intensiv betreiben möchte und dann auch immer die Zeit zu finden mit einem einzelnen Kind und das im geregelten Kita-Alltag. Und ich glaube, deswegen haben uns auch einige Kitas abgesagt, die meinten, okay, aber gerade jetzt in Corona-Zeiten, das Projekt ist zwar super, so die Studie finden sie ganz toll, aber sie können das einfach nicht umsetzen aufgrund von ja, Personalmangel und zeitlichen Ressourcen. Hier ist nochmal eine Reaktion, möchte es vor allem eher nennen, dass es berührend ist, was die Kinder so zu sagen haben und dass es eben auch von öffentlichem Interesse war, also in Bezug jetzt hier auf diese Studie, dass die Kinder, die Signale der Kinder wahrgenommen bzw. auch gewertschätzt wurden. Und dann eben auch nochmal ein besonderer Dank an Sie für den Vortrag. Ja, können wir uns nur anschließen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr einmalige Sache bis jetzt gewesen. Also wir haben da auch natürlich versucht, irgendwie schnell zu arbeiten und schnell Ergebnisse zu liefern, weil wir irgendwie wussten, okay, wir möchten uns tatsächlich auf die Perspektive von Kindern stützen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob ja andersweitig andere Kompetenzzentren oder Institute vielleicht schon Forschungen dazu durchgeführt haben und eben Kinder befragt haben. Mhm. Genau. Aber wir waren auf jeden Fall schnell. Ja, es ist ja auf jeden Fall auch schön, genau, dass diese Wertschätzung dann nochmal stattgefunden hat und diese Verbindung dann zum Thema Partizipation bzw. Demokratiebildung. Hier ist noch eine Frage. Gab es Fragen bzw. Aussagen darüber, ob und wie in der Zeit Bildung in der Kita stattgefunden hat? Es ist die Frage in der Zeit der Notbetreuung oder des Lockdowns, aber ich nehme mal an, schon. Also aus kindlicher Perspektive, das hatte ich ja gesagt, haben so bestimmte Angebote gefehlt oder genau wurden auch einfach nicht durchgeführt. Manche Angebote wurden gestoppt. Also es gab zum Beispiel ein Froschprojekt in einer Kita, da hat ein Kind davon erzählt, was eben vor dem Lockdown angefangen wurde und dann natürlich nicht weitergeführt werden konnte. Also als die, weiß ich nicht, Kaulquappen dann im Teich waren, dann ja, war das Projekt halt erstmal gecancelt und die Kinder sind dann irgendwann wiedergekommen und es waren schon alle Frösche da. Sowas ist natürlich passiert und sowas macht natürlich auch was mit den Bildungsprozessen der Kinder selbst. Mhm. Mhm. Ja, genau. Das heißt also so ganz konkrete Aussagen von Kindern, also darüber hinaus gab es jetzt nicht unbedingt so vielfältig, beziehungsweise die haben das vermutlich nicht als solche, als Bildungsprozesse benannt. Denn das ist genau, ja. Also was oft benannt wurde, war tatsächlich das Spiel. Also Spielen als, und Spiel ist ein Bildungs- und Lernprozess in der genau. Kita. Ne? Das wurde von Kindern sehr häufig genannt und es wurde natürlich auch positiv bewertet, dass in der Zeit des Lockdowns viel Zeit geblieben ist zum Spielen und Kinder ja, sich wahrscheinlich auch für längere Zeit einer Tätigkeit widmen konnten. Ganz am Anfang gab es noch eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht genau, wie es in Sachsen-Anhalt aussieht. In Niedersachsen wird es, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Müssen in Deutschland die Kinder in der Kita Mund- und Nasenschutz tragen, beziehungsweise auch die Erzieherinnen? Können Sie was dazu sagen, wie das in Sachsen-Anhalt aussieht? Also die Kinder kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Bei den pädagogischen Fachkräften weiß ich es nicht. Mhm. Weiß ich nicht, wie das in Sachsen-Anhalt aussieht. Ja, aber das ist vielleicht auch was für den Chat, wie das in den einzelnen Bundesländern gehandhabt wird. Wenn hier gerade viele pädagogische Fachkräfte dabei sind und zuhören, dann würde ich das auch ganz spannend finden. Mhm. Genau, also. Ob da Unterschiede gibt in den, ne, zwischen den Ländern. Oder auch aus Österreich, da habe ich ja auch gesehen, sind Leute mit dabei. Genau. Jetzt ist nochmal eine neue Nachricht. Viel Zeit zum Spielen heißt ja auch weniger Unterbrechung. Das wäre doch wunderbar, in den aktuellen Alltag mit rüberzunehmen. Dem kann ich nur zustimmen. Aha,
Also in Sachsen-Anhalt gibt es keine Verpflichtung für den Mund-Nasen-Schutz für Erzieherinnen, auch nicht für die Kinder. Genau, es wird nochmal bestätigt. Danke, Herr Trautwein. Und liebe Grüße nach Halle. Genau. Nur in Kontakt mit den Eltern, ja, das stimmt natürlich, ne? In Kontakt mit den Eltern ist dann der Mund-Nasen-Schutz öfter gegeben und muss natürlich auch von den Eltern getragen werden. Ja, in den Gruppenräumen werden in der Regel auch keine Masken getragen. Genau, also ich hatte auch einen Artikel aus Bayern vom IPF, vom Staatsinstitut für frühkindliche Bildung, die halt auch nochmal meinten, ja, Abstand halten ist zwar wichtig, aber noch viel mehr sollte natürlich im Vordergrund stehen, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und zum Beispiel auch das Kind zu trösten, logischerweise, wenn getröstet werden muss. Und da kann natürlich dann nicht die erste Regel Abstand halten eingehalten werden. Ja, ja. KOV, was auch immer das bedeutet, gab es auch Informationen zu neuen Methoden, Bilder ins Fenster hängen, Mutsteine malen, Mutposter, wird es eine Veröffentlichung mit allen Aussagen der Kinder geben. Das war ja schon mal. Aber ja. Gab es auch so Aktionen, von denen Sie wissen, die vielleicht auch in irgendeiner Weise noch benannt wurden von den Kindern? Aktionen, von denen ich persönlich weiß, ja, aber was jetzt in den Interviews rausgekommen ist, tatsächlich nicht. Also da wurde ja nicht darüber gesprochen, aber ist auch nochmal irgendwie ein Hinweis an mich selbst, weil wir ja die Interviewfragen auch konzipiert haben und dann natürlich auch nicht explizit danach gefragt haben, was die Kinder gemacht haben, beziehungsweise wenn, dann war eben, wie gesagt, das Spiel im Vordergrund und so Sachen wie Regenbogen an die Fenster kleben oder Steine bemalen, wurde da jetzt in den Interviews nicht genannt. Genau, ich lese gerade hier nochmal, ne? Wahrscheinlich im Kita-Alltag müssen zurzeit keine Masken getragen werden. Genau, also das ist ja schon mal ein Vorteil, finde ich eben auch, dass also ich weiß von Bremen, ich wohne in Bremen, da ist es tatsächlich so, dass meine Nachbarin, die auch Erzieherin ist, sagt, dass hier vielfach Masken getragen werden. Mhm. Ich habe es in der Einrichtung von meinen Enkelkindern nicht erlebt. Also es scheint sehr individuell vielleicht von den Einrichtungen auch zu sein. Und genau, wenn die kindgerechte Sichtweise grenzüberschreitend ist, damit ist Deutschland und Österreich gemeint, das ist ja auch sehr vorteilhaft. Da habe ich auch einen spannenden Artikel zum Thema Kinderrechtsverletzungen gelesen in Zeiten von Corona. Gut. Kollege Carsten stellt noch die Frage, waren bei der Befragung auch Kitas dabei, die vorher nach dem offenen Konzept gearbeitet hatten? Das haben wir nicht explizit erhoben, aber dadurch, dass die Kinder oder auch die Erzieherinnen dann davon berichtet haben, dass gewisse Themenräume geschlossen wurden, gehe ich davon aus, dass auch Kitas dabei waren, die mit offenem Konzept gearbeitet haben. Ja. Jörg, du hast dich eingeschaltet. Ja, es ist jetzt 17.23 Uhr. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir hätten noch 2-3 Minuten Zeit und dann würde ich aber gerne dann sozusagen zum Abschluss kommen. Genau, nochmal der Hinweis von unserem Kollegen Holger Mack, dass Sie gerne an der Umfrage teilnehmen sollen, weil wir uns eben auch über die Rückmeldungen freuen, weil wir dann ja auch perspektivisch damit versuchen, irgendwie das einfließen zu lassen in unsere Arbeit, soweit das irgendwie machbar ist. Und wir bleiben mit Ihnen, Herrn Wentrock, im Kontakt, glaube ich. Ja. ich sehe jetzt auch, ich hatte nebenher den Chat jetzt auch geöffnet und sehe jetzt auch keine Fragen mehr, sondern eher noch Hinweise, genau. Und es fangen jetzt auch an, Menschen, tatsächlich Teilnehmer, die Konferenz zu verlassen und bevor das, und wir machen auch immer im NIF immer gerne pünktlich Schluss, das wäre um 17.30 Uhr. Von daher erstmal vielen Dank an Ihre doch rege Beteiligung.
Vielen Dank an Herrn Bentrock für auch nochmal diese ausführlichen Antworten. Vielen Dank an Gisela für die Strukturierung.